Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, warum die letzte Zeit nicht so viele Videos kamen, habe ich euch bereits im letzten Video mitgeteilt, dass wir erneut schwanger sind und ein zweites Kind erwarten, worüber uns wir riesig freuen. Mir ging es in den letzten Monaten nicht so gut, deswegen dachte ich, ich lege den Fokus jetzt lieber auf mich und die Gesundheit von mir und dem Kind. Denn ich bin wirklich jede 5 Minuten aufs Klo gerannt und habe mich übergeben. Ich hatte einfach keine Chance zu filmen und deswegen geht es ab jetzt wieder los. Mir geht es definitiv schon viel besser. Die Übelkeit ist zwar leider immer noch da, aber nicht mehr so schlimm wie ganz am Anfang. Und ja, deswegen habe ich gedacht, ich werde jetzt wieder anfangen zu filmen, damit ihr auch genug Videos zum Gucken habt. So, ich muss jetzt einmal aus dieser Perspektive filmen, denn ich habe einige Sachen zu tun und bin etwas im Stress. Aber ich dachte, ich filme das alles trotzdem, denn ich fahre jetzt zum Frauenarzt. Das ist einfach eine reine Routineuntersuchung. Werde danach noch ein paar Pakete abholen müssen. Denn meine Mama feiert ihren runden Geburtstag und da müssen wir noch ein paar Sachen besorgen, die Geschenke abholen. Ich habe wirklich sehr, sehr viel zu tun und ich werde euch da auf jeden Fall mitnehmen. So, meine Lieben, ich bin jetzt zu Hause wieder angekommen. Ich habe leider den Gang in Action und Teddy leider nicht gefilmt, weil ich meine Kamera im Auto vergessen habe. Beim Frauenarzt ist Gott sei Dank alles gut. Es ist alles zeitgemäß entwickelt, Gott sei Dank. Bei der Untersuchung war alles in Ordnung, was mich sehr freut. Wie gesagt, jetzt bin ich zu Hause. Ich habe alle Pakete abgeholt und die ankommen sollten, sind jetzt auch da. Ich werde aber jetzt ganz schnell 2 Vinted-Bestellungen einmal verpacken und ich zeige euch auch gerne, wie ich das alles mache, denn ich kriege ganz, ganz viele Anfragen von TikTok über Instagram, wie ich denn das alles mache mit dem ganzen Versand. Ganz viele kennen sich da leider noch nicht aus. Und ich habe wirklich Texte mit Mädels geschrieben. Wenn ihr aber Interesse daran habt, dann mache ich euch gerne ein separates Video dazu. Schreibt es nur einfach unten in die Kommentare, ob ihr euch das wünscht oder ob es euch weiterhelfen würde. Dann drehe ich das gerne für euch ab. Hier habe ich jetzt einmal einen Badeanzug von Speedo einmal verkauft. Der ist auch noch komplett neu. Da ist auch noch das Hygieneschild mit drauf. Und das verpacke ich jetzt einmal in einen Briefumschlag als Bücherwarensendung für 1,95 ein und bringe das dann zu DHL. Ich mache hier auch immer, ich verstecke hier mal einmal meine Adresse, aber ich finde es halt immer ganz süß, wenn dann immer noch eine persönliche Nachricht mit dabei steht, wie dieses Thank you zum Beispiel. Und ich lege auch immer wieder, meine Kamera möchte irgendwie nicht fokussieren, aber auf jeden Fall lege ich auch hier immer wieder eine Dankeschön-Karte mit dazu. Ich weiß selber nicht, warum die Kamera jetzt nicht funktioniert. Und auch immer eine Kleinigkeit. Ich weiß, viele sind sehr skeptisch dadurch, von Fremden irgendwelche Sachen zu essen. Ich finde es aber trotzdem eine nette Geste. Und ja, wenn es gegessen wird, wird es gegessen. Man kann auch an 5-Sterne-Bewertungen bei mir immer sehen, dass immer alles in Ordnung war und dass man sich da auch keine Sorgen machen muss. Auf die Rückseite von dieser Dankeschön-Karte schreibe ich auch immer nochmal ein persönliches Dankeschön. Viel Freude mit dem Einkauf und folgt mir gerne für mehr. Ich mache dann von den Paketen auch immer nochmal ein sozusagen Beweisvideo. Die meisten Pakete verschicke ich aber über Hermes. Da schicke ich auch immer den Kunden ein Video mit dazu. Bei Hermes allerdings sind alle Pakete, die man verschickt, automatisch versichert. Und somit schicke ich dann die Sendungsnummer auch direkt an den Käufer, damit ich den Käufern einfach ein gutes Gefühl geben kann und sie sich somit auf ihre Ware freuen können. Hier verkaufe ich jetzt einmal die Nikes von meinem Freund. Ich habe sie jetzt einfach in ein Amazon-Paket reingelegt, weil sie in den Schuhkarton, warum auch immer, nicht reinpassen. Dann mache ich da auch nochmal oben einfach Seidenpapier rein. Hier oben habe ich dann auch wieder diesen Stempel mit Thank You drauf gestempelt. Lege hier auch wieder ein paar Kleinigkeiten mit rein und auch wieder eine Dankeschön-Karte. Noch kurz zu den Etiketten. Ich mache das immer so, dass ich meine Bücherwarensendungen persönlich zu DHL bringe. Also ich tue vorab keine Briefmarken kaufen und die dann somit auf den Briefumschlag kleben, weil es kann immer wieder sein, dass es vom Gewicht variiert und dann sich somit auch der Preis ändert. Und ich habe einfach keine Lust, dass der Brief dann einfach wieder zurückkommt, weil es eine falsche Briefmarke hat. Deswegen gehe ich da immer auf Nummer sicher und bringe die Briefe auch immer persönlich hin. Und die Adresse schreibe ich immer per Hand auf den Briefumschlag.
Allerdings ist es anders, mache ich es anders bei den Hermes-Paketen. Hier messe ich dann einmal, wie groß das Paket ist. Und je nachdem, wie groß das Paket ist, stelle ich dann ein elektrisches Etikett. Dann wird mir automatisch von der App von Hermes ein QR-Code zugesendet. Den brauche ich dann in der Hermes-Station nur noch abscannen und die drucken das dann für euch aus. Ich habe hier noch alles in den Wäschekorb einmal reingepackt, weil ich euch jetzt einmal zeigen werde, was wir meiner Mama zum runden Geburtstag schenken. Keine Sorge, sie wird das Video sehen erst, also das Video wird erst dann online gestellt, wenn die Geburtstagsfeier vorbei ist. Deswegen kann ich euch das auch ruhig zeigen und zeige euch auch, wie ich das Ganze hier einmal verpacke. Hier habe ich auch nochmal Kerzen gekauft, dann eine Absperrung mit einer 50 drauf. Einmal eine Ballonlande, dann einmal so ein Türvorhang, dann auch nochmal Kerzen in der Nummer 50. Folienballons, ich habe jetzt hier einmal nur die 0 besorgt, weil die Freundin meines Bruders hat die 5 besorgt. Es gab nämlich in dem einen CD die eine Nummer nicht mehr, deswegen haben wir das dann separat gekauft. Das ist eine Geschenkgirlande. Dann habe ich auch nochmal Luftballons gekauft. Und für meine Babyparty habe ich dann auch gleich nochmal ein paar Tischdecken mitgenommen. Finde ich auch ganz cool. Kostet auch nur 1 Euro bei Teddy. Einfach für die Tischdekoration. Das sind auch so 50 Ausstecher, die man halt einfach auf den Tisch verteilt. Und dann kriegt meine Mama natürlich auch nochmal eine Happy Birthday Krone. Das Ganze verpacke ich dann einmal in buntes Geschenkpapier. Da würde ich euch auch einen Tipp geben, wenn ihr das Geschenkpapier bei Teddy kauft. Es gibt unterschiedliche Preise. Ich würde euch immer die für 2 Euro empfehlen, weil die sind deutlich dicker als die für 1 Euro. Und gefühlt reicht die 1-Euro-Rolle einfach nur für ein Geschenk und das reicht euch einfach für mehrere. Und deswegen kaufe ich dann lieber die dickere Packung anstatt die kleinere. Übrigens finde ich das auch ganz cool, dass hier keine Papprolle ist. Dass man dann einfach nur noch das letzte Papier benutzen kann, ohne dann diese nervige Papprolle innen drin zu haben. So, starten wir dann einmal mit dem ersten Paket. Und zwar haben wir hier auch eine sehr, sehr schöne Verpackung. Und zwar hat sich meine Mama einmal einen Lockenstab gewünscht. Die Verpackung finde ich jetzt richtig schön. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so ankommen. Blendet euch am besten einfach ein Foto mit ein, weil das einmal hier komplett zu ist und sie soll ja kein offenes Paket erhalten. Ich blende euch einmal hier ein Bild mit rein, welches Produkt bzw. welchen Lockenstab wir ihr gekauft haben, denn er hat verschiedene Aufsätze. Meine Mutter ist halt ein Fan davon, noch von der alten Schule, nicht davon begeistert sind, sich beim Locken eindrehen einfach die Finger zu verbrennen und einfach den Lockenstab mit beiden Händen halten zu müssen, sondern meine Mama hat sich einen Lockenstab gewünscht mit dem Clip-System quasi, dass man quasi die Haare einmal einzwickt und dann einfach nur noch einrollen muss und mit einer Hand eben festhält. Und das war für sie halt viel einfacher, das hat sie sich gewünscht. Und da sind auch wie gesagt mehrere Aufsätze mit dabei, falls sie mal zu dickeren oder dünneren Locken variieren möchte. Das kennen wahrscheinlich ganz, ganz viele von den Ohrenboxen und dasselbe hat sie sich halt gewünscht für ihre Sonnenbrillen. Hier kann man ganz gut durchs Fenster sehen, einmal, dass hier super die Sonnenbrillen reinpassen und meine Mama hat viele Sonnenbrillen und auch ganz normale Lesebrillen und deswegen hat sie gemeint, das wäre auch eine Option für ein Geschenk. Aber wir haben ihr natürlich alles gekauft, was sie sich gewünscht hat, denn man wird ja nur einmal 50. Man hat nicht oft einen runden Geburtstag und deswegen ist uns für meine Mama nichts zu schade, ihr irgendwas zu kaufen. Wir haben natürlich auch mit der Familie einige Personen, also ich spreche jetzt von den Kindern, zusammengelegt, damit wir ihr halt die ganzen Geschenke auch kaufen können und sie sich halt somit darüber freuen kann. Ich halte euch jetzt einmal das Highlight von den Geschenken einmal so in die Kamera. Und zwar hat sie sich einmal die Fritteuse von der Firma Instant gewünscht. Das ist eine Heißluftfritteuse. Es gibt verschiedene Variationen davon. Die hat auch 2 Innenbehälter. Meine Mama wollte jetzt einmal die mit dem einfachen Behälter. Was ich nur schade finde, ist, dass das hier einfach irgendwie beschädigt angekommen ist. Ist halt sehr blöd, weil man eben nicht weiß, ob es soweit in Ordnung ist. Und auspacken möchte ich das jetzt auch nicht so wirklich. Sorry Leute, mein Akku ist einmal leer gegangen.
einmal auspacken möchte ich das Ganze einmal nicht, denn es ist ja ein Geschenk. Und es soll ja nicht aussehen, als ob sie irgendwelche gebrauchten Sachen bekommen hat, was natürlich nicht schlimm wäre, aber da die Sachen ja neu sind, möchten wir ihr das halt auch so überreichen. Ich werde jetzt erstmal noch nicht Amazon darüber kontaktieren, denn ich habe gesehen, hinter dem Karton ist es gut mit Styropor gepolstert und ich hoffe, es ist nichts beschädigt. Ich werde aber auf jeden Fall davon Fotos machen, würde ich euch auch auf jeden Fall immer raten, sowas zu machen, denn ich hatte, wie in meinen letzten Videos, glaube ich, gesehen habt, auch natürlich vorgefilmt, was halt mein Glück war und ich habe dieses Video auch an Rituals geschickt. Ich habe Raumdüfte bestellt und die sind einfach bei der Lieferung komplett ausgelaufen. Ja, ich dachte, die haben mir einfach irgendwie eine leere Flasche geschickt, aber anscheinend ist es tatsächlich ausgelaufen und während dem Transport einfach getrocknet. Ja, und somit konnte ich natürlich auch beweisen und somit könnt ihr auch beweisen, dass wenn genau solche Pakete beschädigt ankommen, dass ihr daran nicht schuld wart. Vor allem, wenn es bis zu dem Geburtstag noch ein paar Tage hin sind. Ich glaube, ich habe das jetzt alles vor einer Woche bestellt und erst nächste Woche Samstag ist dann der Geburtstag. Deswegen wäre die Rückgabefrist dann wahrscheinlich auch über die 14 Tage. Aber Amazon ist da sehr kulant und deswegen rate ich euch, wie gesagt, immer Fotos davon zu machen. So, ich muss euch hier jetzt einmal mit auf den Boden nehmen, denn mein Tisch ist leider nicht so groß, um die ganzen großen Geschenke hier einmal zu verpacken. Dann komme ich hier auf einmal zu meiner ersten Print-Roll-Bestellung. Ich bin wirklich gespannt auf die Qualität, wie die ganzen Produkte sind. Und das werden wir jetzt auch zusammen auspacken. Ich habe euch ja versprochen, dass ich das zusammen mit euch unboxe und werde die ganzen Outfits dann auch probieren, sofern ich in der Schwangerschaft mit meinem Bauch reinpasse. Ich sage es euch, Leute, ich bin so eine Blindschlange geworden. Ich sehe einfach kaum was ohne meine Brille. Ich packe erstmal alles aus der Tüte aus. Auf den Zweiteiler bin ich wirklich, wirklich sehr, sehr gespannt. Genau, und das ist ebenfalls ein Zweiteiler. Aber ich werde das jetzt alles einmal anprobieren. Hier kann man jetzt sehen, das ist einmal die Jacke. Und zwar hat sie jetzt hier auch einmal ein paar Druckknöpfe, einen Reißverschluss. Und die kann man auch komplett auch nochmal in beige tragen. Das finde ich auch ganz cool, weil man hat ja quasi eine Jacke und zwei. Was ich halt auch echt mega cool finde, ist, dass wenn man die Jacke halt eben umdreht, ne, dass man halt variieren kann. Und ihr seht, die hat halt absolut keine Etiketten, egal wie rum man sie trägt, egal ob schwarz oder beige. Wobei ich finde, dass sie von der Seite ein bisschen aufträgt. Aber an sich ist das echt eine coole Jacke, würde ich sagen. Hat jetzt auch hier nochmal Innentaschen. Ich weiß jetzt nur nicht, was ich so wirklich von dieser Jacke halten soll. Was sagt ihr? Hier haben wir einmal einen Zweiteiler. Ich glaube sogar, dass der Zweiteiler nicht zusammengehört. Ich habe aber die passende Hose zum Oberteil gefunden. Achtet jetzt natürlich nicht darauf, wenn es bei mir etwas spannt, weil ich, wie ihr wisst, schwanger bin. Und ich komme jetzt auch ganz schwer in die Hose rein. Also ich kriege meinen Knopf leider nicht zu und alles schnürt ein bisschen ab. Aber an sich finde ich das Outfit eigentlich sehr schön. Es ist eine Schlaghose. Ich finde den Stoff etwas dünn. Ich mag das nicht ganz, wenn man dann hinten einmal die Form von der Unterhose etwas sieht. Es ist auch ein bisschen dünn für meine Verhältnisse, aber an sich ein wunderschönes Outfit. Allerdings verstehe ich diese zwei Knöpfe an dem Blazer nicht. Deswegen, glaube ich, wird das einmal zurückgeschickt. Kommen wir hier auch schon zu einem Kleid, das ich mir vorgestellt habe, für die Babyparty zu bestellen, damit auch schön
der Bauch einmal zum Vorschein kommt. Aber ich finde, das Kleid ist eine absolute Katastrophe. Ich habe jetzt auch die ganzen Klamotten nicht extra fürs Video gebügelt, da die meisten Sachen bei mir eigentlich immer wieder zurückgeschickt werden. Deswegen, ja, durch das Verknickerte sehe ich erst recht aus wie Aschenputtel in ihrer Putzphase. Nee, es ist absolut nicht meins. Ich finde die Farbe schrecklich, ich finde den Schnitt schrecklich und ich finde, es sitzt schrecklich. Also, nee, das kommt definitiv zurück. Das, Leute, ist einmal der nächste Fail. Bitte! What the fuck is that? Die schicken einfach kaputte Ware, also bin dezent schockiert ein bisschen. Ich meine, es kann natürlich vorkommen, aber ich habe ihn vorher gesehen für einen Hausanzug, aber selbst dafür reicht er nicht aus. Er ist echt sehr, sehr fein vom Stoff. Man kann auch, glaube ich, ganz gut erkennen, dass man meinen BH durchsieht. Ja, ich finde auch hier, klar, ich kann mich nicht beschweren, ich bin schwanger, das ist schon klar. Gefällt mir absolut nicht. Er ist auch absolut durchsichtig, viel zu dünner Stoff. Und vor allem das Loch hier drinnen kommt definitiv zurück. Leute, das ist einmal der letzte Zweiteiler vom Stoff. Ist er deutlich angenehmer und auch nicht mehr so durchsichtig wie der andere. Aber ich finde einmal hier, der Gummibund ist einfach, der tut einfach nichts. Erstens für die Figur, zweitens trägt er total auch wenn man das T-Shirt bzw. das Oberteil einmal runter tut. Vom Stoff ist es, wie gesagt, deutlich angenehmer. Kennt ihr das? In der Kindheit hat es euch einfach aufgeregt, dass ihr Strumpfhosen anhattet. Genauso ein kratziger Stoff ist das. Wie gesagt, ich hatte das eigentlich als Hausanzug gedacht, aber ich glaube nicht, dass ich mich drin wohlfühlen werde. Deswegen werde ich das leider auch zurückschicken. Also ich muss das ganze Chaos jetzt hier einmal aufräumen. Ich bin wirklich, wirklich ein bisschen, wenn nicht sogar wirklich viel enttäuscht von Trendyol, denn bei den ganzen Influencern und alles, die Zweiteiler, die sehen einfach genial aus, aber vielleicht bin ich einfach zu fett oder keine Ahnung was. Nee, aber die Qualität ist einfach miserabel und ich finde, ja, wer weiß, die machen natürlich auch Werbung dafür und werden dafür bezahlt, aber ja, ein Versuch war es wert. Ich bin jetzt nicht wirklich abgeneigt davon, da nie wieder zu bestellen. Vielleicht war einfach die erste Bestellung ein Griff ins Klo. Die Jacke finde ich so lala, aber ich finde, ich werde sie auch zurückschicken, weil sie einfach zu dünn ist und einfach, ich denke, für unser tolles Wetter in Deutschland nicht geeignet ist. Deswegen, ich werde alles einmal zurückschicken und wer weiß, vielleicht werde ich irgendwann nochmal bestellen und es erneut versuchen. So, wir haben uns jetzt einmal fertig gemacht, denn wir feiern heute den Geburtstag von meiner Mama. Ich habe jetzt einmal dieses Kleid angezogen. Ich habe es etwas eilig, deswegen habe ich es nicht geschafft, dieses Chaos hier hinten aufzuräumen. Dazu habe ich einfach gemütliche kleine Schuhe dazu an, meine Jacke. Wir fahren jetzt einmal zu meiner Mama. Mein Papa lockt sie einmal aus der Wohnung. Sie weiß nicht, dass wir eine Überraschung für sie planen bei ihr zu Hause. Wir schmücken den ganzen Raum und das werde ich euch auch einmal zeigen. Wir haben jetzt einmal alles geschmückt. Wenn meine Mama dann reinkommt, muss sie dann quasi diese Absperrung einmal durchschneiden. Und dann kommt sie einmal in das geschmückte Zimmer. Hier haben wir jetzt nochmal so einen Vorhang gemacht. Haben sie jetzt auch ein bisschen verarscht, weil sie ein bisschen gekränkt ist über ihr Alter. Aber sie ist immer noch jung und wunderhübsch. Und das wird sie auch immer für uns bleiben. Und deswegen haben wir gedacht, wir verarschen sie ein bisschen mit dem Rollator. Dann haben wir noch ein bisschen Alkohol mit reingetan. Hier sind dann die Geschenke, die ich euch schon vorher im Video abgedreht habe. Und hier habe ich ihr einmal eine Klopapiertorte reingestellt, wo drauf steht eben Scheiß aufs Alter. Ich bin jetzt hier einmal ins Zimmer gegangen. Ich würde sagen, ich beende jetzt einmal diesen Vlog. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Vergiss nicht zu kommentieren, zu abonnieren, einmal zu liken, denn ich würde mich sehr darüber freuen. Ich würde sagen, wir genießen jetzt einmal die Feier weiter. Es ist eigentlich schon relativ spät, aber die Nacht ist noch jung. Und wir sehen uns dann zu einem nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Dankeschön. Ciao.